Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf unserem Kanal im LS22. Und wie man hier unschwer erkennen kann, ja, es ist das IT Runner Pack. Und ich würde sagen, wir machen hier wie immer einmal den Faktencheck, gucken kurz in den Shop hinein. Ihr habt hier ein eigenes Icon. Könnt ihr natürlich drauf gehen. Wir haben hier natürlich einmal grundsätzlich den Anhänger mit dem Liftarm drauf. Wir haben die Mulde. Dann haben wir hier natürlich einmal für Gras etc. Den Bergmann. Dann haben wir hier die IT-Runner Mulde, den Getreidecontainer, den Holzcontainer, Ballencontainer, Gödelcontainer und natürlich den Miststreuer. So, und wie die meisten vielleicht schon gesehen haben, haben wir vorne auch schon mal ein bisschen was vorbereitet. So, und zwar gehen wir mal kurz zurück. So. Da steht das gute Ding. Ich habe ihn auch schon mal hintergehängt. Vielleicht noch mal eben kurz ein paar kleine Eckdaten. Was wurde gemacht? Licht und Sound sind auf LS22 Standard gebracht worden. Die neuen Reifenkonfigurationen sind mit hinterlegt worden. Dynamische Schläuche sind verbaut. Kennzeichenschilder sind jetzt am Hänger sowie am Silagecontainer und Gülle-Verteilcontainer mit dran. Die eigene Shop-Kategorie haben wir gesehen. Und gucken wir mal hier ins Menü rein. Wir haben X ganz normal, hier sieht man es. Arm senken. So. Und ich würde sagen, wir schnappen uns hier mal meinen Lieblingscontainer. So. Einfach da vorfahren. So, Container aufnehmen. Wie immer mit Q und dann mit X einmal hier aufnehmen das Ganze. Funktioniert einwandfrei. So, jetzt machen wir noch mal den kleinen Test. Wir fahren einmal schnell zum Silo. Wir werden kurz was einladen und wieder ausladen. So, auch da funktioniert die Rundumleuchte. Bremslichter haben wir auch. Normales Licht haben wir auch. Sehr gut. Das funktioniert. Wir werden jetzt natürlich nicht einmal alles durchtesten, sondern schauen jetzt uns einfach nur mal ein einzelnes Teil an. Und ich überlege jetzt gerade, was nehmen wir denn am besten? Ja. So, Befüllung starten, das funktioniert auch. Wir nehmen jetzt mal Hackschnitzel. Jo. Perfekt, das funktioniert.
Und jetzt werden wir das Ganze noch mal einmal kurz abliefern. Und wenn wir jetzt dann noch dementsprechend einen vernünftigen Hakenlift-LKW dafür haben, das wäre natürlich jetzt dann noch der genialste Hit. Dann können wir wieder vernünftig Vollgas geben und in Doppeltraktion oder wie auch immer fahren. So, Hackschnitzel gibt es hier zum Verkaufen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oh. So, jetzt gucken wir mal schnell, wie das hier funktioniert. So, bevor das natürlich funktioniert, müssen wir natürlich einmal schnell schauen. Das war jetzt mein Fehler. So, Drehzahl geht auch hoch vom Traktor, sehr schön. Okay, also das war jetzt mein Fehler. Hier können wir nichts abkippen. Das ist nur für... ja, gut. Das war jetzt ein kleiner Fehl, aber macht ja nichts. Das sind immer die besten Sachen. Gut, ich würde sagen, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Das Ganze, wie gesagt, funktioniert. Wie gesagt, wer das Ganze nicht kennt, kann es auch nochmal nachlesen. Link in der Beschreibung, wie immer. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Kommentar wäre natürlich auch supi. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, vergesst nicht das Abo. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.